Schönen guten Morgen, oder zumindest für mich fühlt es sich noch recht früh an. Sieben Deployment-Todsünden. Slides sind auf Englisch, aber ich glaube, der Talk sollte auf Deutsch sein. Also haltet mich auf, falls ich irgendwie ins Englische hinüberwandere zwischendurch. Aber ich werde generell versuchen, alles auf Deutsch zu machen. Ich bin der Philipp. Ich arbeite für Elastic. Elasticsearch/Kibana/Beats. Ich bin Teil von unserem Infrastructure-Team und ich sage immer, das ist eine Unix-Pipe. Ich pipe das sozusagen in Developer-Advocacy hinaus und mache sehr viele Konferenzen, Meetups, was auch immer sich so in der Community tut. Wer in Wien ist, ich organisiere zwei Meetups, eines über Datenbanken und das andere über akademische Paper. Da lesen wir normalerweise einmal im Monat ein akademisches Paper und diskutieren das dann anschließend. Ist ein bisschen so wie auf der Uni, nur diesmal machen wir es freiwillig. Ja, also falls irgendwer neue Meetups sucht, nicht, dass es nicht genug gäbe, die zwei sind von mir. Geständnisse. Hat irgendwer was schon vorher zu gestehen? Das ist irgendwie so ein bisschen das Thema dieses Talks. Es haben alle ihre Sünden oder Leichen im Keller und wir wollen mal schauen, welche Leichen jeder so hat oder was sich so findet. Geständnisse jetzt schon oder sollen wir mal fortfahren? Schauen wir mal. Welche Todsünde ist das? Wer kennt den Film 7 gut? Das ist die Völlerei, nachdem sie verstorben ist. Beziehungsweise auf Englisch eben Gluttony, dass man eben irgendetwas völlig übertreibt und ja, dass das dann nicht so gut endet. Ich starte mal damit, dass man sagt, okay, wir fügen sozusagen alle Dependencies, die es sozusagen gibt, hinzu. Und das ist dann nicht so gut oftmals. Das ist so wie, nehmen wir mal das Beispiel Java, weil das braucht überhaupt gerne sehr viele Ressourcen. Wenn ich dann alle Dependencies, die ich so finden kann, in mein Maven oder Gradle-File hinzufüge, dann werde ich irgendwann recht schnell in ein Permgen-Space oder Metaspace-Problem hineinlaufen, weil ich einfach alle Dependencies habe. Das nächste Problem wird dann sein, wenn ich all diese Dependencies groß habe, dass was auch immer ich da deploye, sei es ein Jar-File, sei es ein War-File, was auch immer, das wird dann sehr groß. Java ist sowieso nicht dafür bekannt, sehr schlank zu sein, aber je mehr Dependencies ich habe, desto schwieriger wird das Ganze dann. Und irgendwann habe ich dann ein Jar-File, das irgendwie so groß ist wie ein Docker-Container anderswo. Und das ist dann nicht mehr ganz so die Idee. Deshalb sollte man immer seine Dependencies möglichst schmal halten. Ich habe da ein nettes Beispiel. Falls man AWS, die Amazon Web Services, verwendet, die hatten früher ein ganz großes SDK. Da hatte man, sobald man eine einzige Dependency von denen eingebunden hat, also nur wenn man Amazon S3 verwendet hat fürs File Storage und sonst hat man gar nichts gebraucht, hat man sofort dieses eine große Jar gebraucht. Und das hatte dann ungefähr 13 Megabyte. Das heißt, jedes Mal, wenn man deployt, schleppt man mal 13 Megabyte zusätzlich mit. Irgendwann sind wir dann drauf gekommen, wir haben so viele neue Services und das entwickelt sich auch derartig dynamisch, dass das Ganze nicht mehr funktionieren wird langfristig. Deshalb haben sie dann irgendwann in der Version von 1.8 auf 1.10 gesagt, okay, wir brechen das Ganze einfach auf, wir nehmen einfach kleinere Dependencies und du bekommst wirklich nur, was du brauchst. Also sie haben dann einfach gesagt, du hast dann, das ist jetzt ja Java-spezifisch, aber das System funktioniert überall gleich, wir haben jetzt sozusagen nur noch eine Definition, was habe ich denn da dabei? Und dann kann ich konkret sagen, ich möchte jetzt dieses Ding haben und das hat dann, keine Ahnung, 1, 2, 3 Megabyte, aber hat nicht mehr die ganzen 13 Megabyte. Also nur wenn ich S3 bräuchte, dann wäre das mittlerweile meine minimale Dependency in Maven. Und dann würde ich auch wirklich nur die Teile bekommen, die ich so benötige. Aber man kann das Ganze natürlich auch in die andere Richtung übertreiben oder zu viel machen. Gibt es dieses schöne Zitat von Bill Gates mit den 640k? Wo, glaube ich, keiner mehr weiß, ob er das je wirklich gesagt hat oder ob das nicht furchtbar aus dem Kontext gerissen ist. Ich habe jetzt gesehen, dass es dieses Zitat auf NPM, also die JavaScript Dependencies gibt und da ist das Ziel, dass man ein Projekt baut mit weniger als 640.000 Dependencies. Was jetzt zuerst einmal recht lustig klingt, aber wenn man sich das NPM-Ökosystem anschaut, ist das gar nicht so sehr von der Hand zu weisen. Ich habe letztens, habe ich das hier gesehen, da hat jemand ein NPM-Package je Emoji gebaut. Das heißt, er hatte dann auf einen Schlag, ich weiß nicht wie viele tausend GitHub-Projekte plus NPM-Pakete und jetzt kann man jedes einzelne Emoji, das man so haben möchte, kann man per NPM einbinden.
Natürlich mit dem entsprechenden Overhead, weil da hat man natürlich dann die ganze Metainformation rundherum, die wahrscheinlich wesentlich größer als dieses Emoji ist. Das kann man machen. Und das Ganze ist natürlich auch Unit getestet übrigens. Also der hat dann einen Unit-Test und stellt dann sicher, dass wirklich das richtige Emoji eingebunden wird über den UTF-8-Code. Also das, man kann das Ganze auch übertreiben. Also man sollte weder das Fat-Char bauen, das alles hat, noch der aktuelle NPM-Ansatz kommt mir auch nicht ganz so vernünftig vor. Und dann gibt es natürlich das, man kombiniert alle Projekte zusammen und hat dann den berühmt-berüchtigten Monolithen. Möchte man jetzt nicht mehr machen, mittlerweile möchten alle das hier machen. Wenn der Chef dir erzählt, wir machen jetzt Microservices und das ist dann ungefähr, was herauskommt. Da hat man diese Container, die dann auf jedem einzelnen Bötchen herumschwimmen und das ist dann die Softwarearchitektur, die man so gebaut hat. Aber warum sollte man denn bei Microservices stehen bleiben? Man kann das Ganze natürlich weiter treiben. Der nächste Schritt wären dann natürlich die Nano-Services. Und das kann man dann so weit weiter treiben. Ich glaube, Yocto-Services, das wäre das Kleinste, was man so finden kann. Das ist dann maximal eine Zeile Code. Und das ist dann wirklich die ideale und die kleinste Paketierung, die man jemals erreichen kann. Klingt am Anfang sehr nett und schaut auch gut aus. Ich vergleiche das immer mit diesem Bild. Wenn man irgendein Model hat, das ist sozusagen die Zeichnung, das schaut noch mehr oder weniger normal aus, aber wenn man das dann sozusagen auf die Realität umlegt, da hat das jemand sozusagen diese Figur per Photoshop auf eine reale Person umgelegt, das ist dann, was man bekommt. Das schaut dann möglicherweise in der Realität nicht mehr ganz so schön aus, wie man sich das am Anfang vorgestellt hat und gezeichnet hat. Beziehungsweise gibt es da auch immer schönen Gartner-Hype-Cycle. Ich glaube, das ist das einzig Sinnvolle, was Gartner je herausgebracht hat, weil alles andere ist wirklich sehr geraten und geht dann meistens in die Hose. Und die sagen einfach, es kommt eine Technologie heraus, dann gibt es normalerweise diesen Peak of Inflated Expectations, also die überbordenden Erwartungen, und dann fällt man in dieses Tal der Illusionen hinunter und irgendwann erreicht man dann dieses Plateau der Produktivität. Und die meisten, die schon irgendeine Technologie mal als Early Adopter verwendet haben, werden das kennen, dass am Anfang ist alles toll und nachher ist alles ganz schlecht. Und wenn man lange genug durchhält, dann erreicht man irgendwann diesen Pfad der Erleuchtung und dann kann man es richtig einsetzen. Wo jetzt alle gerade bei Microservices sind, darüber könnte man vortrefflich diskutieren, glaube ich. Weil die einen sind gerade irgendwo ganz oben, die nächsten sind ganz unten und ich weiß noch nicht, ob sehr viele diese Produktivität jetzt schon erreicht haben. Aber generell, um das Bashing sozusagen abzuschließen, ja, Microservices sind sicher super, wenn man zu viele Leute hat, wenn man zu viele Dependencies in seinem Projekt hat oder wenn man einfach irgendwas schnell skalieren muss, irgendwelche unabhängigen Teile, wird es all meine Probleme lösen. Ja, leider, die Realität ist dann nicht so schön. Auch da gibt es keine Silver Bullet, die alle Probleme löst, wird nicht alles machen. Warum? Ein Ding, das wir eigentlich theoretischerweise schon sehr lange wissen, sind diese, zuerst waren sie 7, mittlerweile sind sie 8 Fallacies of Distributed Computing, dass einfach viele Dinge schiefgehen können in verteilten Systemen. Das Netzwerk ist nicht verfügbar, die Latenz ist nicht null. Es gibt einfach viele Gründe, warum alles, was verteilt ist, schwierig ist. Das soll jetzt nicht heißen, dass es schlecht ist, aber das ist einfach, ich tausche gewisse Probleme gegen gewisse andere Probleme aus. Es ist jetzt nicht so, dass alles besser würde. Beziehungsweise, Jeff Hodges, der hat früher recht lange bei Twitter gearbeitet, der hat ein sehr schönes Blogpost geschrieben, des Nodes on Distributed Systems for Youngbloods. Wer kann sich noch an den Twitter-Fail-Whale erinnern? Wahrscheinlich nur noch die ein bisschen älter sind, weil die letzten Jahre habe ich ihn eigentlich so gut wie nie mehr gesehen. Aber gerade am Anfang war dieser Twitter-Fail-Whale, kam glaube ich im Monatstakt vor und sie haben sich laufend die Services zerschossen. Und den Blogpost beschreibt er eben so die Dinge, die sie gelernt haben über die Zeit. Einfach, was kann alles schiefgehen und was muss ich bauen, um das zu machen. Und das ist einfach ein schwieriger und schmerzhafter Lernprozess, was für Twitter okay ist, weil wenn die mal eine Stunde down sind, dann ist blöd für sie als Service, aber da wird es keiner groß Geld verlieren oder keiner muss um sein Leben bangen. Bei anderen Services ist das möglicherweise nicht ganz so, dass man einfach sagt, naja, dann sind sie halt mal down. Und ihr Fazit ist, der Hauptunterschied ist nicht, dass es irgendwie die Latenz höher ist oder so, sondern dass einfach in einem verteilten System mit vielen Komponenten viele Dinge unabhängig voneinander fehlschlagen können und dass irgendetwas schiefgehen kann. Und das ist ihr Hauptargument, warum verteilte Systeme schwierig sind und dass man dagegen sehr aktiv arbeiten muss. Sie haben dann eben dieses Beispiel gehabt, sie haben, glaube ich, irgendwie einen Translation Service oder Translations eingeführt, dass man, keine Ahnung, Dinge in Japanisch oder was auch immer lesen konnte.
Das hat dann nicht funktioniert und hat dann das gesamte andere oder das gesamte Service abgeschossen, weil das einfach intern kein Rate Limiting Ding hatte oder wenn das down war, hat es alles andere abgeschossen, dass sie einfach Dinge verbessern wollten und eigentlich das Ganze dann wesentlich schlechter gemacht haben. Und das ist ein Lernprozess, aber durch den muss man wahrscheinlich irgendwie durchgehen. Das andere, was man dann immer wieder hört, ist dieses SOA. Ich kann sich irgendwann noch an SOA erinnern. Ich kann mich erinnern, in meiner Studienzeit, da war gerade SOA das Ding, alle wollten SOA machen. Und die, die damals schon immer SOA gemacht haben, sagen jetzt, ja, das ist nach wie vor dasselbe. Ich kann jetzt wieder dasselbe tun, was ich vor 10 Jahren schon gemacht habe. Wir machen jetzt nur SOA richtig diesmal. Warum hat SOA damals nicht so gut funktioniert? Ich glaube, die beste Beschreibung ist immer das, dieses WS-Todesstern. Da gab es tausende Spezifikationen zu was Webservice, was auch immer, die dann jeder irgendwie mehr recht als schlecht implementiert hat und dadurch ist der SOA-Gedanke dann nicht ganz so hervorgekommen. Ein anderes Problem von SOA war sicher auch, ja, verwendet irgendwer Wireshark? Ja, Wireshark ist total cool, solange alles auf einem System ist. Andererseits könnte es schwierig werden, das ist eines meiner Lieblingszitate dazu, es ist dann mehr oder weniger wie eine Murder Mystery. Wenn man diese verteilten Systeme hat, die einfach über Dutzende oder Hunderte Systeme gehen, da kann man dann nicht mehr einfach sich per Wireshark anhängen und sehen, was tut sich denn da so ungefähr, sondern ist das eine große Detektivarbeit, was passiert denn gerade in meinem System. Das ist durchaus auch ein lösbares Problem, aber das ist etwas, wo man gerade ins Tooling und von dem, was man sozusagen wissen muss, auch recht viel investieren müsste. Nehmen wir eine Ahnung, was das sein könnte im Kontext von Microservices. Den. Zwei Microservices mit ihrer großen gemeinsamen Datenbank. Das heißt, ich habe diese zwei netten kleinen Microservices, diese Fighter Jets oder wie auch immer sie korrekt heißen, die aber alleine jetzt nicht ganz so unabhängig sind, weil wenn man die im Weltall irgendwo aussetzt, werden die nicht sehr weit überleben und sehr weit kommen. Das heißt, ich brauche, wenn ich irgendwie diese Dependency auf irgendwie dieses große Ding habe und dieses große Ding dann möglicherweise kaputt ist, dann helfen mir all diese Microservices nicht. Dann habe ich trotzdem eigentlich, dann habe ich zwar sozusagen die Probleme der Verteilung meiner Microservices und es ist schwierig, die zu debuggen etc. Plus ich habe dann trotzdem noch dieses große monolithische Ding, das das Ganze trotzdem zerstören kann. Das wäre dann meine Datenbank. Wenn die nicht da ist, dann nimmt sie alles andere auch noch mit. Und dann gibt's ein anderes sehr schönes Zitat. Wenn es für dich zu schwierig ist, einen Monolithen zu verwalten, dann denk nicht mal an die Microservices. Die Mehrheit der Dinge sollte eigentlich nur als einzelnes Service gebaut werden. Was man aber machen sollte, ist, man sollte sehr großen Wert auf gute Modularität legen. Das hat Martin Fowler gesagt. Der ist eigentlich durchaus affin rundum, oder der hat nichts gegen Microservices, der hat nur recht oft gesehen, wie Dinge schief gehen können. Und er hat dann in seinem Blogpost auch eine sehr schöne Grafik, wo er die Komplexität beschreibt. Wir haben einerseits das Jahr 2005 hier, das sind die Komponenten, die man so im Jahr 2005 verwendet hat für seine Applikation, und das ist das, was man so verwendet im Jahr 2016, könnte wahrscheinlich jetzt auch 2017 sein. Ist von der Komplexität her, nur es jetzt mal aufzuzeichnen, schon etwas unterschiedlich. Beziehungsweise Simon Brown hat dann diese sehr schöne Grafik rausgebracht. Er hat gesagt, das mit von wegen, ich habe Microservices und es ist alles hochgradig verteilt, das heißt jetzt nicht, dass meine Architektur dadurch schlagartig besser wird. Weil ich kann, also ich kann meinen Monolithen haben, der ein großes Chaos ist. Ich habe aber auch mein verteiltes System haben, das großes Chaos ist. Ich kann aber sowohl einen wohlstrukturierten Monolithen haben, als auch sozusagen eine richtige Microservice-Architektur. Aber nur, weil ich irgendwas in kleine Services hinausbreche und die verteile und die kommunizieren dann ganz wild miteinander, heißt das nicht, dass ich unbedingt die Vorteile der Microservices herausstreiche. Und manche sagen ja auch, Microservices sind deshalb cool, weil sie so einen coolen Namen haben und Monolith ist jetzt nicht mehr so cool. Wir könnten das Ganze eigentlich nur fixen, indem wir es umbenennen. Also es gibt die Mega-Plattform, den Uber-Container oder Stereolith. Wenn das Ganze so heißen würde, dann wären die, dann wäre der Monolith plötzlich wieder total cool und in. Beziehungsweise ich würde ja für Serverful tendieren. Über Serverless können wir danach noch ein bisschen reden. Das heißt aber, wenn ich meine Microservices habe, ich habe jetzt meine kleinen, einfachen Microservices, ich habe mein Ziel erreicht, alles ist großartig. Das Problem ist, die Komplexität, die ich jetzt nicht mehr in meinem großen Monolithen habe,
die habe ich jetzt einfach mal verschoben, nämlich auf den Integration Layer. Was okay ist, wenn ich meinen Integration Layer sozusagen so gut überwachen kann und auf dem dort meine Komplexität haben möchte. Aber es ist jetzt nicht so, dass meine Komplexität einfach verschwunden wäre, sondern ich habe die Komplexität jetzt einfach mal woanders hingeschoben. Das sollte man irgendwie immer im Hinterkopf behalten. Ja, Sam Newman, der ist total bekannt im Microservice-Umfeld, der ist, glaube ich, auch eigentlich ein Verfechter von Microservices, aber selbst der sagt, gerade für kleine Teams macht es wahrscheinlich recht wenig Sinn, Microservices zu haben. Wenn ich dann pro Person in meinem Team 5 Microservices habe, wird sich das möglicherweise nicht ganz auszahlen, weil da ist auch die Gefahr, dass man sich gegenseitig auf die 10 auf einer Codebasis steigt, eher gering. Also für die kleine Firma, ja, man kann natürlich schön modularisieren, aber ob man das dann als modularisierten Monolithen ausliefert oder als großverteiltes Microservice, darüber können wir diskutieren. Und das nächste ist, wiederholt nach mir, ich bin nicht Google, Facebook, Apple, Microsoft, was auch immer, Amazon. Nur weil die das verwenden, heißt das nicht, dass das jetzt für meine Architektur unbedingt die richtige Lösung wäre. Gut. Habgier. Brauche ich nicht fragen, nachdem es da schon steht. Wenn man einfach alle Ressourcen, die es so gibt, haben möchte, dafür habe ich auch nur eine einzige Folie. Das ist zumindest meine Assoziation mit diesem Thema immer. Falls irgendwer mal JBoss verwendet hat, ich weiß mittlerweile, es heißt Wildfly, es ist alles viel besser geworden. Ich habe ehrlich gesagt JBoss das letzte Mal vor, weiß nicht, 7, 8 oder mehr Jahren verwendet und hatte damals recht furchtbare Erinnerungen daran. Also ich glaube, das Starten vom Application Server hat irgendwas so 5 Minuten gedauert und nach 3 Redeploys hatte ich ein Out of Memory und jedes Redeploy hat auch nochmal 90 Sekunden gedauert. Und das hat sich dann nicht ganz so nach dem agilen Entwicklungsansatz angefühlt und es war mehr ein Kämpfen und Warten auf den JBoss. Aber mittlerweile ist wahrscheinlich alles besser. Ich glaube, das ist jetzt auch gar nicht mehr so das große Problem, dass man jetzt minutenlang auf irgendwas wartet, außer man kompiliert Scala. Da könnte es nach wie vor passieren. Welche Todsünde ist das? Keiner kennt den Film 7 so gut. Das ist die Trägheit oder die Faulheit. Das kann sowohl die physische als auch die spirituelle Faulheit sein. Gibt es einerseits Continuous Integration. Alles, was gepusht wird, wird getestet. Wer macht das? Das sind jetzt erstaunlich wenige. Okay? Das heißt, es gibt viele, die hier... Wie testet ihr überhaupt? Habt ihr Nightly Tests? Wer hat Nightly Tests? Okay, das sind... Okay. Und die anderen testen gar nicht. Okay. Habt ihr Unit Tests? Nein, lassen wir diese Diskussion... Das führt jetzt zu weit. Also der erste Schritt ist sozusagen, wir machen Continuous Integration. Alles, was mal gecommitted auf Subversion-Nomenklatur oder gepusht auf Git oder verteilte Systeme-Nomenklatur wird, wird mal getestet. Der nächste Schritt wäre dann Continuous Delivery. Ich pushe diesen Build automatisch auf mein Testsystem aus und kann den testen. Auf Produktion muss ich aber nach wie vor irgendwas tun, damit das funktioniert. Und sozusagen der letzte Schritt in dieser Entwicklung wäre dann Continuous Deployment. Ich deploye auch automatisch auf Produktion. Stelle allerdings sicher, dass ich das entsprechend vorher getestet habe, sowohl mit Unit-Tests als auch irgendwelchen Integration-Tests, dass ich nicht einfach irgendeinen Müll hinaus deploy. Und das ist jetzt sozusagen die Buzzword-Slide. Falls man irgendwas verkaufen möchte, dann kann man hier alles hineinpacken. Also zuerst braucht man mal natürlich agile Entwicklung. Dann kann man beginnen mit Continuous Integration, Continuous Delivery und Continuous Deployment. Und wenn man das alles hat, dann kann man sich DevOps-konform nennen. Was auch immer das dann heißt. Aber das ist sozusagen die Buzzword-Slide. Dann gibt es immer die Diskussion, ist Continuous Deployment wirklich eine Voraussetzung? Muss man das wirklich machen? Und da bin ich schon immer ein bisschen skeptisch. Also ich glaube, man sollte jeden Push mal automatisch testen, um zu sehen, was passiert. Aber wie man das Deployment dann anlegen muss, da bin ich skeptisch, ob man das wirklich immer automatisch deployen muss. Kann man machen, muss man aber nicht. Wie kann ich jetzt testen? Jenkins? Verwendet irgendwer Jenkins? Ja, wie mögt der Jenkins so? Okay. Ja, das ist eine recht bekannte Reaktion.
Also in meinem Team, im Infrastructure-Team bei Elastic, haben wir einen Kollegen, der mehr oder weniger Vollzeit Jenkins macht, ist vollautomatisiert. Es gibt diese JJBs, die Jenkins Job Builds, das ist so eine YAML-Struktur, das heißt, man hat irgendwas in Source, also einfach Code, der versioniert ist, und der definiert dann die Jenkins Jobs. Er ist trotzdem nicht so begeistert, er stimmt immer sehr zu, wenn ich das herzeige. Also es ist, je nachdem, was man gerade für einen Jenkins hat, die einen sagen, es ist ein Jerkins, der ist, ja, der macht alles falsch auf absichtlich. Dann gibt es den Jenkins, der ist einfach, man ist inkompetent und deshalb geht alles schief. Oder Jenkins, man weiß einfach nicht warum. Was man generell machen sollte, ist, wenn man das verwendet, Code und Configuration teilen, weil was man nicht machen möchte, ist, dass man seine, wenn man irgendwas an der Konfiguration ändert, keine Ahnung, ich ändere ein Passwort oder irgendwie, keine Ahnung, einen Endpoint, dass ich daraufhin dann alle meine Artefakte neu bauen will. Das ist eine Erfahrung, die ich gemacht habe. Ich habe zuerst immer die Code und Konfiguration recht eng zueinander gekoppelt gehabt. Nur wenn man dann irgendwas ändert, dann muss man alle Artefakte neu bauen. Das war dann meistens eher schmerzhaft und nicht das, was man will. Und was man natürlich auch nicht machen sollte, das macht natürlich keiner, seine Secrets zu committen. Da passieren dann immer diese lustigen Dinge. Man hat irgendwas, irgendwo committet man das hinein und dann open sourced man was oder so, oder man stellt irgendwas in einen Gist auf GitHub. Und plötzlich hat man dann eine Amazon-Rechnung für 50.000 Euro, weil man irgendwo seine Secrets veröffentlicht hat. Das kommt recht oft vor. Den Schritt, den man da immer machen sollte, ist, die Secrets nie committen. Dann kann man sie auch nicht unabsichtlich irgendwie leicht leaken. Kann sich irgendwer an die Sünde erinnern? Das ist die Wollust. Das ist, man möchte irgendetwas unbedingt tun. Und in der IT sage ich immer, das ist dieser Wunsch, immer den heißesten Scheiß zu verwenden. Was glaube ich viele kennen, da macht man irgendein Projekt und da sagt man, ja, in diesem Projekt, das kann ich endlich all diese neuen Technologien ausprobieren und sehen, wie das funktioniert. Und eine von denen, wo ich das immer sehe, ist Docker. Wer verwendet Docker in Development? Wer verwendet Docker in Production? Okay, können wir ein bisschen über Docker lästern. Was ist eigentlich der Grundgedanke davon? Der Grundgedanke ist dieses, but it works on my machine. Das heißt, ich habe ein System, das funktioniert nicht nur auf meiner Konfiguration, wo ich jetzt alles irgendwie handgetuned habe und es funktioniert nur da, sondern es funktioniert generell. Weil ich hatte mal früher einen Kollegen, bei dem hat immer alles auf seiner Maschine funktioniert und sonst nirgends hat nichts einfach funktioniert. Und wir sind dann irgendwann zu der Lösung gekommen, immer wenn er das gesagt hat, haben wir ihm gesagt, gut, du kannst jetzt ein Backup von deinen E-Mails machen und dein Laptop geht jetzt in Produktion. Weil das ist offensichtlich die einzige Maschine, wo das überhaupt funktioniert. Und der Gedanke von Docker ist einfach, dass man dieses Problem nicht hat. Was bekommt man mit Docker? Ich schreibe das immer so. Man hat dann jeden von diesen Containern und die funktionieren alle großartig, aber was macht man jetzt insgesamt? Also man hat jetzt alles sehr schön containerisiert, aber ja, die Fischchen sind nach wie vor nicht ganz so frei und dort, wo sie hin möchten. Beziehungsweise manche Leute beschreiben das auch so, es ist super einfach, weil es ist alles so wie Reifen. Es ist zwar ein riesiges Reifenfeuer, aber es ist alles Reifen. Das macht Docker so schön, weil einfach alles Container sind. Dass die jetzt zwar abbrennen und das Gesamtsystem dann nicht so toll ist, ja, darüber können wir diskutieren. Und es gibt natürlich, dieses Zitat kann auch nicht fehlen, nur wenn man Container verwendet, heißt das jetzt nicht, dass die kaputte Architektur jetzt plötzlich wieder funktioniert. Um das zu veranschaulichen, das ist so wie, ich glaube, die Gesamtsituation hier ist nicht so gut, aber jeder Container für sich ist eigentlich okay. Also die Container selbst, die leben und die hängen da zwar ein bisschen, aber das sind die Container selbst, sind eigentlich in Ordnung. Die Gesamtarchitektur ist halt ja nicht ganz so glücklich in dem Fall. Beziehungsweise, wenn man seine Container mal gebaut hat, das heißt jetzt nicht, dass die dann unendlich weiter leben können. Also die meisten Unix-Systeme verwenden ja glibc, außer man verwendet Alpine oder so, dann hat man Musel, das wieder ganz eigene Probleme mitbringt. Wenn da jetzt irgendein Security-Bug drinnen ist, dann muss man trotzdem irgendwann seine Container neu bauen. Das heißt, nur Container zu haben, löst jetzt nicht alle anderen Probleme. Und falls irgendwer sich 5 Minuten erheitern möchte, das ist der Untergang. Da gibt es ja diese Szene, wo Hitler völlig ausrastet und über irgendwas schimpft. Und das gibt es mit den verschiedensten Dingen. Das habe ich schon gesehen über Hadoop. Und vor einem halben Jahr oder Jahr hat das jemand für Docker gemacht.
nehme jetzt nur, ich glaube, vier Beispiele habe ich herausgenommen. Da gibt es ja diesen Fall, wo Hitler mehr oder weniger alle seine Generäle hinausschmeißt, bis auf eine Handvoll. Das ist so ungefähr die Anzahl der Leute, die Docker in Produktion verwenden. Und ja, hat man Docker auf Google Compute Engine in VMs, die dann wieder auf Borg laufen. Das heißt, man kann das dann beliebig tief schachteln, die Container und seine Komplexität irgendwie verheimlichen. Also wer sich erheitern möchte, ich glaube, es dauert knapp 5 Minuten. Hitler uses Docker ist sehr unterhaltsam. Irgendeine Ahnung, was das sein könnte. Eine containerisierte Legacy-Applikation. Also kann man machen, wie viel Sinn das Ganze dann immer ergibt, sei dann dahingestellt. Und es gibt dann diese schöne Beschreibung, alles was die Großen machen und womit die erfolgreich sind, nur wenn man dasselbe macht, dann hat man eigentlich diesen Cargo-Cult. Also nur weil die ganz Großen alle Microservices und Container verwenden, heißt das nicht, dass das unbedingt für einen selbst ist, das Richtige ist. Dilbert beschreibt das so schön, wie sie feststellen, dass die ganz großen und erfolgreichen Firmen, veranstalten alle Golfturniere. Das heißt, die Firma von Gilbert wird jetzt auch ein Golfturnier machen und damit kommen dann der große Gewinn kommt dann ganz automatisch zu ihnen. Ja. Und es ist oft so, dass die Leute kümmern sich gar nicht mehr, um zu sagen, was ist mein Problem, sondern die Antwort ist mal immer Docker. Kyle Kingsbury, der zerstört mehr oder weniger professionell Datenbanken und verteilte Systeme und der sagt immer, nur weil die Leute Docker verwenden, das löst mehr oder weniger nicht mehr Probleme, das führt eher zu neuen Problemen. Beziehungsweise Kelsey Hightower, das ist der Developer Advocate von Kubernetes bei Google, der sehr bekannt ist, der aber durchaus auch kritisch ist und sagt, nur weil Google erfolgreich mit Kubernetes ist, heißt das nicht, dass man das selber machen sollte. Weil Google schreibt auch sein eigenes Filesystem und Google schreibt sehr viele Dinge selbst. Und das macht für Google absolut Sinn. Aber ich wage zu bezweifeln, dass für die meisten oder für die wenigsten hier wird es viel Sinn machen, ein eigenes Filesystem zu schreiben. Ja, und dann, ich glaube, dass viele Leute gehen gerade durch dieses Tal der Tränen mehr oder weniger durch, die sagen dann, ja, wir sind super schnell mit Microservices und mit Containern, wir haben nur sozusagen vergessen, dass die Produktivität und die Stabilität von unserem System durch diese ganze Geschwindigkeit möglicherweise etwas leidet. Und momentan optimieren halt sehr viele auf diese Geschwindigkeit und vergessen dabei oder verlieren dann andere Attribute ein bisschen. Java-Ökosystem gibt es mittlerweile diesen schönen Satz, make Java not war, das heißt, das ist mehr die Spring-Seite, die dann über JEE sich lustig macht. Die sagen immer, oder da ist ein Thema auch, man braucht sozusagen diese ganzen Container nicht so stark, weil man hat ja sein Jar-File, das alle Dependencies braucht. Das heißt, man hat dann irgendwo die JVM laufen und dann hat man sein Jar-File. Und das muss man gar nicht mehr groß containerisieren, weil da gibt sonst nicht mehr so viele Dependencies oder Konfigurationen. Das heißt, in dem Umfeld JDK, falls man AWS hat, nimmt man irgendein Basis-Image mit einer Java-Version und das läuft dann auch mehr oder weniger. Ohne jetzt die ganze Container-Komplexität zu haben. Ja, und dann gab es dieses Serverless-Ding. Ja, das ist ein großartiges Zitat, plötzlich war alles serverless die Cloud ist wieder neu erfunden worden, jetzt nachdem alles serverless ist. Beziehungsweise die Entwicklung schreitet kontinuierlich voran. Also momentan, oder letztes Jahr hatten wir serverless, dieses Jahr hatten wir codeless und nächstes Jahr ist dann die Architektur ganz weg. Das ist so, man kann mehr oder weniger alles, was man nicht mehr braucht, kann man wegschmeißen. Und es gibt dann diesen Diskussionspunkt, ist das jetzt Platform as a Service reborn? Ich kann mich noch erinnern, vor wie vielen Jahren war das, vor 5 oder 7 oder so, wie Platform as a Service aufkam, also da gab es zuerst Infrastructure as a Service, ich bekomme mehr oder weniger meinen Server, Platform as a Service, ich habe keine Ahnung, ich habe da meine Ruby, Java, Python, was auch immer, Runtime und ich deploye sozusagen nur noch mein Artefakt hinein und dann als höchste Stufe Software as a Service, ich verwende überhaupt nur noch ein Software als Lösung sozusagen. Da war irgendwie so dieses Versprechen zuerst, ja, dieses Infrastructure as a Service, das machen zwar heute alle, aber in ein paar Jahren wird das niemanden mehr interessieren, weil wer möchte schon sich um Server kümmern? Das hat sich dann nicht ganz so herausgestellt. Google hatte da ja seine PaaS-Lösung, die diverse Einschränkungen hatte und das wollte dann keiner so richtig für alles verwenden. Und jetzt ist diese Idee, ist PaaS, also das Platform as a Service, ist das jetzt einfach neu geboren?
funktioniert das Ganze jetzt einfach besser? Und manche sagen, ja, es ist Parse, vorausgesetzt Parse, dein Parse konnte in 20 Millisekunden starten, für eine halbe Sekunde laufen und es wurde auch nur genau das abgerechnet. Weil das ist jetzt mehr oder weniger diese Idee von Serverless oder viele nennen es auch Function as a Service. Ich habe im Endeffekt eine Methode, die auch nur sehr kurz laufen kann, die aber dann auch genau in diesen Einheiten abgerechnet wird. Wobei ich letzte Woche einen netten Artikel gelesen habe, wo jemand geschrieben hat, ja, das ist jetzt dann ein bisschen wieder so, die Stored Procedures kommen zurück. Das ist, man hat irgendwo verstreut so einzelne Funktionen herumlungern, die dann irgendwelche Aktivitäten ausführen. Kann für vieles hilfreich sein, kann für manches auch nicht so hilfreich sein. Wobei ich das für einige Dinge recht erfolgreich verwende. Zum Beispiel, wir schicken sowas wie einen monatlichen Newsletter auszuschicken oder so. Sonst früher hätte man irgendwo einen Server gehabt, hat dann dort einen Cronjob konfiguriert und hat dann dort irgendeine Funktion durchlaufen. Das ist mittlerweile mit Serverless, keine Ahnung, 1000 oder 10.000 mal so günstig, weil da läuft einfach diese E-Mail-Generierung einmal im Monat, läuft irgendwo und kostet dann, keine Ahnung, einen Hundertstel Cent oder so. Während ansonsten müsste ich um $5 oder was auch immer einen virtuellen Server laufen lassen, nur um diesen einen Cronjob auszuführen. Also das kann durchaus schon hilfreich sein. Hochmut. Ist die Annahme, dass man irgendwie besser ist als die anderen. Ich sage immer, das ist dann, wenn man glaubt, man macht selber keine Fehler. Man kann sehr vieles monitoren. Das erste nehmen wir mal an. Verwenden irgendwie New Relic? Die haben sowohl Monitoring von Betriebssystemen, als auch Monitoring von diversen Applikationen. Also das heißt, ich lade da meinen Agenten in die Applikation hinein und der kann dann diverse Metriken aus meinen Applikationen herauslesen. Funktioniert halbwegs gut. Sie haben auch ziemlich viel Venture-Kapital eingesammelt und müssen gerade sehr stark wachsen. Falls irgendwer auf Amazon seine Applikationen laufen hat, das mittlere Level von New Relic, auch wenn sie das nicht sehr groß anpreisen, ist kostenlos bei denen. Also die haben so ein kostenloses Basisniveau, eine mittlere Stufe, die kostet, keine Ahnung, $45 oder so pro Monat normalerweise und dann irgendwie eine große Lösung. Und wenn man auf AWS ist, bekommt man die mittlere Lösung auch gratis. Man muss dann, glaube ich, nur eine E-Mail schreiben und sagen, hey, ich bin auf Amazon, dann sehen die das anhand der IPs und schalten diese Funktionen frei. Aber das funktioniert generell eigentlich recht gut. Das andere, was ich als Tool recht schön finde, ist Datadog. Die haben auch Integrationen in diverse Cloud-Plattformen, Applikationen, Betriebssystem und können dann einfach einen Haufen Metriken extrahieren und sagen, was tut sich denn so oder was ist los in meinem System. Was ist das? Und Kevin Spacey ist nicht die richtige Antwort. Wenn sich irgendwann die Todsünde erinnern, der Neid, warum sollte ich auf irgendwelche externen Dependencies zugreifen, wenn ich doch alles selber bauen könnte? Ja, gibt immer die Leute, die dieses Not-Invented-Here-Syndrom haben. Ich kenne da auch einige Kollegen, die das haben. Also ich habe Kollegen, die würden am liebsten sämtliche Software, die es so gibt, in Haskell neu schreiben. Einfach weil sie sagen, nur funktionale Programmierung funktioniert richtig, alles andere ist irgendein Murks. Nicht immer ein bisschen skeptisch, ob das für die durchschnittliche Applikation wirklich die richtige Lösung ist. Nichts gegen Haskell generell, aber ob man jetzt selber alle Applikationen immer neu schreiben muss, sei dahingestellt. Und ich hatte mal einen Kollegen, der hatte irgendein Problem mit Encoding und seine Lösung war dann sein eigenes Encoding zu implementieren. Wir haben ihn aber nach einem halben Tag dann gestoppt. Das wäre, glaube ich, nicht gut ausgegangen. Angenommen, man ist im Java-Ökosystem, das war früher immer total mühsam. Weiß nicht, wer mal früher Java gemacht hat, da hat man dann, glaube ich, da gab es immer einen Guru oder Architekten, der hat sich eine Woche hingesetzt und hat dann alle Dependencies, die so zusammenpassen, zusammengeführt und hat das konfiguriert und da hatte dann jeder sozusagen ein bisschen so seinen Ansatz und das war dann eine große Magie, welche Dependencies jetzt miteinander funktionieren und was sich wie beeinflusst und da konnte man groß ein System bauen. Mittlerweile ist das nicht mehr ganz so, zumindest wenn man im Spring-Umfeld ist, gibt es dieses Start Spring.io, das verwende ich für einfache Demos immer recht gerne, da sagt man einfach, wie heißt mein Projekt, welche Dependencies hätte ich gerne, also da sage ich dann, ich habe ein Webprojekt, ich brauche Security, ich brauche Hibernate, ich brauche Cassandra und ich brauche noch irgendwas anderes und der packt mir dann alle Dependencies, wo sie wissen, dass die gut zusammen funktionieren, packt mir die Dependencies zusammen plus eine sinnvolle Basiskonfiguration von allem. Da ist dann sowas wie sinnvolles Logging dabei, da
ist dann immer so ein farbiger Banner im Log drinnen und so. Also das hat alles fancy, was man so haben möchte. Und was wichtig ist, das kann man da recht leicht zusammenbauen. Beziehungsweise das Ganze gibt es auch Hardware auch. Wer kennt Pets vs. Kettle? Niemand? Gar niemand? Okay. Pets war sozusagen der frühere Ansatz. Ich kann mich noch erinnern, ich habe meinen ersten virtuellen Server irgendwo gemietet, bei Hetzner oder wo auch immer. Und das war wie mein Haustier. Das bekommt am Anfang einen Namen und dann zieht man es von Hand groß. Also man installiert dann alle Software und wenn irgendwas schief geht, dann kümmert man sich darum und sorgt dafür, dass es diesem Server dann nachher weiterhin gut geht. Das war sozusagen der alte Ansatz. Man hat das mit großer Liebe und Mühe von Hand großgezogen. Der andere Ansatz ist dieser Kettle-Ansatz. Das heißt, die Herde, die durchschnittliche Kuh in der Herde, die hat keinen Namen. Die wurde auch nicht groß von Hand jetzt aufgezogen oder gepflegt. Und wenn sie krank wird, wird sie nicht gepflegt, sondern sie wird normalerweise irgendwie sofort entfernt, damit sie die restliche Herde nicht ansteckt. Und das ist jetzt der Ansatz auf Software genauso. Dass man einfach alles automatisiert und sobald ein Server nicht mehr ganz so funktioniert, wie man das haben möchte, dann beginnt man nicht groß nachzubohren und in irgendwelchen Konfigurationen herumzuschrauben, sondern schmeißt man den Server einfach weg und ersetzt ihn durch einen neuen. Das heißt, das ist dieser Kettle-Ansatz. Dass man nicht mehr alles händisch macht, sondern dass man möglichst alles automatisiert hat und dann braucht man sich nicht mehr groß kümmern, wie geht es jetzt meinen Servern und beten, dass nicht irgendein wichtiger Server eingeht, weil ansonsten muss man den 2 Tage lang neu konfigurieren, sondern dass man das alles automatisiert. Und je nachdem, was man für ein System verwendet, dann sind alle die Herde, nur manche sind speziell und die bekommen dann Gesundheitsvorsorge und Geschenke zu Weihnachten. Das wäre dann zum Beispiel die Redis-Instanz. Wer das machen möchte, verwendet irgendwie Ansible? Ich glaube, wir haben heute noch einen Ansible-Talk auch. Mit Ansible lässt sich eben alles konfigurieren. Also man kann einerseits seine Cloud-Provider konfigurieren, so wie Amazon. Man kann sagen, ich hätte gerne einen Server in der Größe und der Region. Man kann dann alle Software installieren drauf, was auch immer man für Pakete braucht. Man kann das Deployment darüber machen. Das funktioniert alles vollautomatisch. Das heißt, wenn mein Server sich plötzlich nicht mehr so verhält, wie ich das haben möchte, ersetze ich ihn dann einfach automatisiert durch einen neuen. Gibt auch Puppet, Chef, beziehungsweise HashiCorp, Terraform, das ist, um über diverse Cloud-Provider Ressourcen leicht zu bauen, das ist auch sehr schön. Und da bin ich an sich ein großer Fan davon, Automate all things. Das heißt, alles was geht, sollte irgendwie automatisiert sein. Dieser Ansatz, dass man das händisch baut und dann immer hofft, dass die Server nicht eingehen, beziehungsweise, dass man irgendwo ganz mühsam dokumentiert hat, mache diese 10 Schritte, um den Server wieder so zu konfigurieren und diese Dokumentation ist dann nie up to date. Das kann man vermeiden. Was ist das? Außer Brad Pitt. Das ist der Jähzorn. Falls irgendwas schief geht, verspürt man oft diesen Jähzorn und man weiß nicht, was man machen muss. Das würde ich unter Logging und Monitoring zusammenfassen. Das heißt, falls irgendwas schief geht und man diesen Zorn hat, dann sollte man versuchen, ihn sinnvoll zu kanalisieren. Und Elastic, für die ich arbeite, die haben da eine Lösung. Verwendet irgendwer den Elk-Stack schon? Oh, ja, ein paar wenige. Das sind die Open-Source-Komponenten, wir haben ein paar kommerzielle Sachen etc. Das heißt, das kann ich recht einfach verwenden, um zu loggen. Das heißt, ich habe Beats, so leichtgewichtige Agenten, die können Daten einsammeln, können sie dann entweder in Elasticsearch direkt forwarden, wo die Daten gespeichert sind, oder sie auseinanderparsen lassen mit Logstash. Und mit Kibana kann ich das Ganze dann visualisieren. Das wäre dann der Logging-Ansatz. Was dazu wer Fragen hat, kann ich natürlich gerne nachher noch mehr erzählen. Und wir erzählen das immer so, da gibt es dann sozusagen die Journey. Man startet im Open-Source-Bereich und dann gibt es diverse Dinge, die man da rundherum bauen kann. Und am Schluss hat man dann irgend sowas wie irgendein nettes Dashboard und dann sieht man, wie viele IPs habe ich denn auf meiner Webseite, woher kommen meine Besuche, was sind die Browser, wie viel Traffic habe ich, was sind die 200er, 400er, 500er, woher sind meine Besucher, etc. Also da kann man dann alles mögliche bauen und basteln. Gut. Conclusion. Wir haben uns diverse Todsünden angeschaut. Gluttony war die Size meiner Dependencies, beziehungsweise die Größe der Artefakte. Habe ich jetzt viele kleine Dependencies, so wie NPM, oder habe ich ein paar sehr große im Java-Umfeld, habe ich Microservices oder habe ich Monolithen. Greed war JBoss,
sei nicht J-Boss, das ist das Takeaway davon. Dann war die Faulheit, Sloth, Continuous Integration, Deployment, Delivery, je nachdem, was ich brauche. Envy war der Neid, sozusagen, das Not Invented Here-Syndrom, das man möglicherweise auch nicht haben sollte. Wenn man alles immer selber baut, wird es A, schwer, neue Leute aufzunehmen, und B, wenn man dann die Firma verlässt, sind die Alten mit irgendwas gefangen, was keiner haben wollte. Der Zorn war Logging. Pride war dann eigentlich das Monitoring. Man sollte nicht zu stolz sein, zu glauben, was alles nicht schiefgehen kann. Und Lust war die, ja, der heiße Scheiß, den alle verwenden wollen, wo man irgendein Projekt baut, nur um Spark, Docker, was auch immer zu verwenden, dass das oft auch nicht das Ziel sein sollte. Falls sich niemand so gut an 7 erinnern konnte, es gibt, glaube ich, in, keine Ahnung, 2 Minuten oder so, eine 8-Bit Zusammenfassung von 7 mit der entsprechenden Animation und Musik dazu, wo sie den gesamten Film nochmal erklären und durchspielen. So, Confessions. Möchte irgendjemand etwas gestehen oder gibt's Fragen? Keine Fragen. Ich habe diverse Sticker da, falls irgendwer Sticker haben möchte und seinen Laptop mit irgendwas bekleben möchte, bedient euch bei den Stickern. Sonst? Ja, danke. Genau, und morgen um 10 Uhr, glaube ich, habe ich einen Talk zu Monitoring selbst. Wie man seine Microservices mit dem Elastic Stack monitoren könnte, falls sich dafür interessiert. Danke.